Hallo Leute, willkommen in der nächsten Folge von Batman Arkham Knight. Obwohl, ihr könnt die Zähne ja sehen, das ist natürlich die nächste Folge. Was macht ihr denn? Wir machen hier mitten, springen ja mitten, starten hier mitten ins Spiel. Now, what have we what? Got here? A good old-fashioned ambush. Oh, you wait there, Bats. Let your dear old Uncle Jay sort out these chumps. I can handle it, though it has been a while. Maybe a little rusty. Yeah, Joker. Ready to see some Joker moves? This is going to be great. They're not going to see it coming. Yeah, zeig uns mal deine moves. Well, you'll see. Ich glaube. Target spotted. Exiting via roof. Hold position and wait for. Der Joker ist toll. Irre, aber toll. Tja, wir können nicht raus. Sie haben da zwei Geschütze stehen und, fünf Leute mit Knarren. Tja, was machen wir denn da, Ike? Was machen wir denn da? Bist du noch da? Hallo? Ja, bin ich. Ja, warum sagst du nichts? I need to find somewhere I can get a clear shot to take out the militia ambush. Ah. Gut, das wäre auch zu einfach gewesen. Es wäre auch zu einfach gewesen, da einfach rauf zu, hierher zu fahren und sie wegzuballern. Ah, fahren wir mal ins Parkhaus. Hoffentlich sind die Gebühren nicht zu hoch. Ah. Ich bin nicht so ein Fan von Parkhaus. Ich habe da immer so ein bisschen die Befürchtung, dass ich irgendwo gegenhaue, obwohl ich schon auch schon lange Zeit Auto fahre, oder, Heike? Bis auf ein paar Ausnahmen. Nicht wahr? Übrigens, wundert euch nicht über die schlechte Bildqualität. Das hängt zu einem ein bisschen mit YouTube zusammen und zu anderen, weil wenn man mit dem Batmobil fährt, dann ist alles hier in dieser 3D-Sicht. Kamera, Perspektiven-Optik. Our army is trained, Batman. Wo ist er denn? Ah ja, falls ihr es vergessen habt, es geht ja um Scarecrow, der die ganze Stadt hier in der Geise genommen hat, sozusagen. Ja, stimmt, ja, das machen Batman-Böse sich ja irgendwie mal öfter mal, ne? Ich glaube, letztens Comic war es gewesen mit Riddler, der dann hier die. Wie war es denn? Hier die Stadt in. Bam! Stimmt, die Stadt letztens mal in Geisel genommen hat mit irgendwelchen, wie heißt das, mit irgendwelchen kleinen, wie heißt das, mit so kleinen Luftballons, in denen so Bomben so befestigt waren, oder war es auch mit Wittgard? Stimmt. War auch so kleine Fragezeichen natürlich draufstehen. Ja, ja, ich erinnere mich. Habe ich mal gesehen, als ich mal letztes Mal durchgeblendet habe, die letzten Batman-Comics. Ich kaufe ja sowas nicht. Ich meine, ich könnte sowas kaufen, aber dann hätte ich wahrscheinlich hier so einen riesen, noch mehr größte Stapel an Zeitschriften bzw. Comics. Natürlich hättest du das. Aber wir hören ja natürlich nicht auf eine Halluzination. Oder ist er eine Halluzination? Vielleicht auch nicht. Vielleicht ist er auch unser schlechtes Gewissen. Ja gut, hier ist alles ein wenig kaputt jetzt. Und Ike ist weg. Ike ist... Ja. Ich bin da, hallo. Warum sagst du dann nichts? Ich dachte, ich bin cool wie Gefrierwurst. Stag. Stag. CEO of Stag Enterprises, a company that specializes in advanced medical research and development. I'm heading to Stag's airships now. Scarecrow was on his way there, and that's our only link to finding Barbara. The threat analysis indicates oh, nein! That Barbara's island is covered by the militia's long-range radar and missile launchers. The Batmobile will be detected and targeted as soon as you cross the bridge. Don't worry, Alfred. I'll go in on foot and stick to the rooftops. Find me the schematics of those airships. Right away. Best of luck, sir. Bat, 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 bat. Und da war wieder das Bat, 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 Bat. Ich hab's jetzt so draufgepackt, dass es so aussieht, als würde Alfred das sagen. Ja, die Magie der... What? Oh! Oh, Ike! Guck mal, da ist einer von diesen, Scarecrows Dingenskirchen, wie hieß sie? Da ist es, von seinen Kommandeuren. Wie kommt das Bett wieder hoch?
Bam, geht mir aus dem Weg, ihr Säcke. So, ist es noch da oder kriege ich es noch? Ja, der Spezial. Warum fährt sich hier heute besonders flutschig heute? Cool, ich habe gerade in der Luft, als der noch geflogen ist, ihn K.O. geschlagen. Interessant. Warte mal, wo ist denn jetzt hier der Commander? Misch mit dem Commander. Ja, ist das hier der Commander von Scarecrow's Armee, die durch die Gegend fahren ab und zu. Ach man, man verliert ja so schnell die Übersicht dieser blöden Stadt. Ist er vielleicht da lang geflogen? Obwohl, ach komm, lassen wir das einfach mal liegen. Vielleicht haben wir ja Glück und er fährt um die nächste Ecke. Ich war Eike. Eike, was gibt es denn eigentlich so Comics-mäßig so Interessantes, wo du sagst, hey, das finde ich interessant von Batman? Nix. Nichts. Genau. Weißt du, was ich letztens mal... Na gut, letztens auch schon wieder letztes Jahr oder Anfang des Jahres her, was ich mal gesehen habe, aus Neues aus dem Batman-Universum. Und ich rede nicht von... Ich rede nicht von Clayface als neuer Batman-Zeitpunkt. Na, was denn? Wie nennt sich diese Reihe? Gotham Academy. Oh, ein Feuerwehrmann. Er ist gerade hier auf dem Weg. Da ist doch gerade hier. Komm, machen wir das schnell. Don't stop me now. Ah, ich hätte jetzt Angst ausschalten machen können. Ich brauche keine Waffen. Ich bin eine Waffe. Meine Wurfsterne pfeifen das Kosakenlied. Ah, die falscher Film. Au. Gar nicht mal so schlecht, nicht wahr? Keine Treffer und recht variantreich, ja. What the hell happened? I don't remember anything. Your truck was attacked. You and the rest of your crew were taken hostage by rioters. It's over, Batman. Not even you can save Gotham. It's over, man. I won't give up. I'll find your crew. Wait here. An officer will come and take you to GCPD. Du hast was Rotes. Ja, ich finde das ja auch gar nicht so übel. Man kann ja auch mal auf dem Weg hier mal ein paar Sachen mitnehmen, wenn man gerade was hat. Ist genauso wie mit den, wie heißt das, wie mit den Riddler-Trophäen. Wenn man eine auf dem Weg mehr sehen, dann können wir sie einfach schnell mal mitnehmen. Weike? Ja, ich denke mal, so kann man das machen. Warte mal, war hier vielleicht eventuell noch ein Schild von den Söldnertruppen hier ab und zu hängen, um zu zeigen, hier, das ist unser Bereich. Mr. Cobblepot. Stimmt, der arbeitet mit Scarecrow zusammen, von wegen hier Waffenbeschaffung. Genau, also Eike, was ich letztens mal meinte. Oh, da ist einer. Hallo, wie geht es dir? Voll daneben. Was ich eben gesehen habe, war letztes oder Anfang des Jahres war Gotham Academy. Hast du das gesehen, Eike? Also schon zweimal angefangen, also sag jetzt. Ja, Gotham Academy, das ist... Wie kann man das nennen? Es ist Batman. Hogwarts im Batman-Universum. Ja, ist es. Es ist für Mädchen. Weil die Hauptheldin ist ein Mädchen mit weißen Haaren. Und wie wir ja alle gut wissen aus Animes, Leute mit weißen Haaren sind immer, haben immer was zu verbergen. Oder haben Spezialfähigkeiten. Ah! Oh, gut ausgewichen. Bang. Ja, ist ganz okay. Wenn man so drauf steht, so auf diese Detective-Geschichten und so, dann gibt es auch ein... Gibt natürlich noch einen geheimnisvollen Schönling. Oh, der ein Geheim, der etwas verbirgt vor der Heldin und so weiter. Naja. Kann man so natürlich mal geben, wenn man mag. Ist quasi sowas wie die Honey und Nanny Version von Batman. Ach komm, wir haben ein. Ah! Geh mir aus dem Weg, du Strolch. Komm schon. Muss jetzt gib ihn. Hau mal den Turbo rein. Lass mal den Autismus kicken. Hey, Ariel, zeig die Schlichter! Keine Sorge, den geht's gut. Oh! Ja, den geht's auch gut. Was so eine Zeitlupe alles bewirken kann. Power up the base can. Power up the base can. Fire more lasers. Ja, wo denn jetzt? Oh, sind wir schon wieder bei den. Sind wir schon wieder bei den Pasadena-Studios gelandet? Mann. So, müssen wir. Hat ja nicht irgendwie 4 Minuten gedauert. Ach komm, dann haben wir einen kleinen Umweg. Ist ja keine große Sache. Sind ja nur 1400 Meter.
Ah, kann ich darüber springen? Ah! Und ich wollte darüber springen. Ups. Das war Absicht. Ich wollte eigentlich darüber hüpfen. Na egal. Zeitlupe. So, geil. Also das Batmobil springt, fährt sich echt merkwürdig. Das hast du jetzt jede Folge gesagt. Ja, das muss man immer wieder erwähnen, weil die Leute das mitbekommen. Du musst auch noch sagen, dass du das Display bei Kalos so gesehen hast. Nein, die Kalos hat das nicht gespielt. Hat das gespielt? Das erste Batman. Ja, das erste, die Asylum-Geschichte, aber... Dass man sich ja auch mal gönnen kann. Ich meine, es kostet ja auch nicht mehr Geld. Jede Folge geguckt. Ja. Gesagt. Jede Folge gesagt. Aber wie gesagt, ne? Apropos Sachen kaufen, nicht wahr, Heike? Ah, komm, gib aus dem Weg, hier. Ups, da war mir eine Brücke im Weg. So. Ja, aber Sachen kaufen, ne? Eike für neue Let's Plays. Ja? Ja. Ja, gleich hier nach der Aufnahme direkt in den Steam-Shop. Ja? Warum? Für 6 Euro und die Fahrzeugquetschte. Ja, was sollen wir uns da holen? Wer weiß das? Was gibt es da? Dark Messiah of Might and Magic. Ah. Ja. Können wir es doch holen. Oh, ist schon wieder das. Das Let's Play ich, das kannst du nicht. Warum? Weil du schlecht bist. Du sagst immer, es ist voll gut. Ist es auch, aber das musst du erstmal durchgespielt haben. Ja, das mache ich ja halt. Ich weiß, keine Let's Plans Let's Plays mehr, hä? Ja, nicht so häufig. Ah, da ist wieder so ein Ding, das könnte ich besser noch freischalten können. Shooting people! So. Ah. Können wir die Dinger kaputt machen? Ah, stimmt, geht gar nicht. Dann müssen wir das freischalten. Na, können wir das machen? Können wir das schon schnell machen, bevor die Folge beenden werden? Dann kann ich noch hier Verbesserung freischalten, eventuell für den. Nö, warte mal. Ausrüstungseinsatz, Tech. Technologie, so war das. So, dann können wir hier mal. So, dann können wir gleich hier den Kerl hier das Ding kaputt machen. So, und ist halt direkt gleich wieder aufgeladen. Warte mal, wo ist er denn? Wir müssen auf die eine Seite schauen. Ja. Gotham Academy oder eigentlich Arkham Academy. Ja, kann man ruhig mal lesen, aber auf Honey ist quasi sowas wie Honey und Nanny in Gotham Universum, wenn man so will. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber ist so. Ja. Ah, zack. Wenn man das Ding dann erwischt, dann geht's direkt kaputt. Aha. Und zack. Und wenn wir zweimal draufballern, dann explodiert das Ding komplett. So, ist hier noch irgendwo einer? Eike, siehst du noch einen? Nein, du siehst ja nur das, was ich sehe. Und auf seine Knarre. Zack. Und fertig. So. Und sonst ist hier... Na gut, da ist noch ein zweiter. Verdammt, den hätte ich noch einmal umhauen können. Egal. So. So, nehmen wir nochmal die Bettclaw, um den wegzuziehen da. Und dann hauen wir die weg. Hauen wir weg, die Scheiße. Nicht wahr? Tja. Ja! Hey, ja, hey, ja. We were born this way. Zack und zack und zack. Und weg. Eierschlag? Naja, sozusagen. So, und jetzt komm hier, greif mich an, greif mich an! So, was passiert da? Und putt ist er. So, ist hier sonst noch einer? Ah, da sind noch ein paar. Verdammt, die habe ich nicht gesehen. Die habe ich gar nicht gesehen da oben. Na gut. Setzen wir einfach unsere Bettmäßigkeit ein. Fähigkeiten ein. Smoke, bla bla bla. So, hallo, wie geht's dir? Ich stand direkt hinter ihn und er hat es nicht gemerkt. So. Ah, kann ich ihn so ausschalten? Ah, ich wollte eigentlich dahin springen. Ran. Na egal. So, ich spring direkt über dich und du merkst es nicht mal. Quatsch. Bam. So ist das richtig. Okay, I've taken out the militia. Now to disable the tower. Genau, so machen wir das. Und ja, da springen wir wieder ein bisschen Sprenggummi rein und fertig ist die Laube. Thank you.
braucht die gute Überraschungstechnik. Die hat doch Geld gekostet. Ja? Gotham. Die einzige Stadt, in der man noch auf Luftschiffe sitzt. I'm at the airships. What did you find? Well, the ship's original schematics reveal a service hatch that should be accessible from the top of the aircraft. It would seem Mr. Stagg is rather protective of his research. I expect the security to be high. Thanks, Alfred. Lucius, how's the remote hacking device coming along? I think I'm about to need it. Maybe you should add clairvoyance to that job description, Mr. Wayne. I'm uploading the latest decryption software to the device in the vault at Wayne International Plaza. You can collect it from there. Ah. Ach, jetzt müssen wir wieder zum ganzen Weg zurück zum... Obwohl, der ist ja gleich da vorne. Ja, zum Wayne Tower und uns dann das Hacking-Device abholen. Was merkwürdig ist. Warum müssen wir das eigentlich holen, wenn wir das in den letzten Arkham-Spielen immer dabei hatten? Naja. Gut, damit kann man leben, oder, Eike? Ja. Ja, aber das sehen wir dann erst in der nächsten Folge schon wieder. Mann, die Zeit vergeht. Ja, ja. Ja. Hätte es diese ganze Hindenburg-Geschichte nicht gegeben, dann wäre es, würde man solche Zeppelin wahrscheinlich noch öfter sehen, oder? Nee. Nee, da war nicht die Hindenburg-Geschichte dran schuld? Nein. Sicher? Oh. Da war ich das falsch. War die Nazi-Zeit dran schuld? Die Nazi-Zeit? Wie? Die hatten doch keine Zeppeline. Oder doch? Warte mal. Ist da schon wieder... Nee, das sind keine... Ach stimmt, die liegen. Steht einfach nur. Der ist kein Feuerwehrmann. Okay. Gut, Leute. Beenden wir die Folge damit, dass ich hier noch den Terminator 2 Gleiter da zerlege und dann können wir ja beenden. Und dann sehen wir in der nächsten Folge uns dann auf dem Wayne Tower. Oder im Wayne Tower. Das ist immer interessant, wenn die Leute hier so unterhalten. Und... Bam! Ein Serpent. Ah, eine Natter. Interessanter Name dafür. Okay, also Leute, wir sehen uns dann in der nächsten Folge und dann geht es dann auf Wackeltour. Ja, weißt du Bescheid, Eike, ne? Du kennst das Spiel ja schon. Geht's dann auf Neigen und Wackeltour auf den Stack Luftschiffen. Das wird dann interessant. Tja, also Leute, bis dann. Ich bin Batman! Ich nicht.